Und ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Sandra, komm mal zum Ende. Dankeschön. Ich würde sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein.